Ich begrüße euch und Sie alle zur vierten Konferenz des Network for an Alternative Quest. Viele Menschen haben lange dafür gearbeitet, damit diese Konferenz heute und hier stattfinden kann. Die heftigen Reaktionen der Staatsmacht zeigen uns, dass wir in der Planung der Konferenz ganz richtig lagen. Damit meine ich sowohl die Art und Weise der Planung als auch die Inhalte dieser Konferenz. Bereits 2019 gab es mehrere Treffen in Hamburg und anderswo, um zu diskutieren, welche Themen bei vorherigen Konferenzen zu wenig diskutiert wurden, welche Themen in der Zukunft noch dringender werden würden. In diese Diskussion war eine Vielzahl von Gruppen und Personen eingebunden, die ihre Meinung und ihre Vorschläge einbrachten. Der Gedanke, ein Netzwerk zu bilden, in dem alle Punkte miteinander verbunden sind, war allen Beteiligten sehr wichtig. Durch diesen Diskussionsprozess von unten war die für 2020 geplante Konferenz, wie schon die früheren Konferenzen, nicht eine Konferenz nur einer Gruppe oder Organisation, sondern eine gemeinsame Anstrengung, in der sich die verschiedensten Menschen wiederfinden konnten. Die Konferenz wurde wieder zur Konferenz aller, zu unserer, zu eurer Konferenz. Das Motto der Konferenz lautet Resist, Reclaim and Rebuild. Widerstehen, zurückfordern, wieder aufbauen. Wer hätte gedacht, dass wir all dieses auf die Konferenz selbst anwenden müssen? Wir mussten Widerstand leisten, um nicht unter die Räder des Geheimdienstes und eines Unipräsidiums zu geraten, die hinterhältig und auch ohne nur den Versuch eines Gesprächs diese Konferenz verhindern wollten. Wir mussten die Räume und die ohnehin viel zu geringen Rechte der studentischen Selbstverwaltung zurückfordern und wir mussten fast die gesamte Planung für Technik und Programm mehrfach umwerfen und alles an anderer Stelle wieder aufbauen, um heute hier zu sein. Das Netzwerk, das wir seit der Vorbereitung der ersten Konferenz, die im Jahre 2012 stattfand, geknüpft haben, ist größer und stärker geworden. Und so konnte das Netz dem heutigen Belastungstest standhalten. So ist diese Konferenz im Kleinen ein Modell der Welt, die wir im Großen bauen wollen. Gemeinsam und solidarisch, gegen die Herrschenden und vorwärtsgewandt, konstruktiv und das Neue aufbauend. Auch die geplanten Themen der Konferenz haben sich bewährt und durch die Covid-19-Pandemie hindurch nicht abgenutzt. Wir konnten das Programm der für 2020 geplanten Konferenz inhaltlich ohne Änderungen für die heutige Konferenz übernehmen. Die Themen, die wir bereits damals gemeinsam auf die Tagesordnung gesetzt haben, sind heute noch aktueller als 2020. Am häufigsten wurde damals gefordert, ökologische Themen stärker einzubringen. Das erste Drittel der Konferenz ist der Analyse der zerstörerischen Megamaschine Kapitalismus gewidmet, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Ökozid. Dieser schreitet in Form von Klimakatastrophe und massivem Artensterben fast ungebremst fort, ungeachtet aller Beteuerungen der Herrschenden, dagegen etwas tun zu wollen. Wir wissen, Veränderung kann nur von unten kommen. Deswegen reden hier keine Menschen aus Regierungen und Konzernen, sondern Menschen von der Basis, aus verschiedenen Regionen, Ländern und Kontinenten. Aus Bolivien, aus Mexiko, aus Indien, aus dem brasilianischen Amazonas-Regenwald, aus Pakistan, aus Palästina, dem Iran, der Türkei, vielen Ländern des globalen Südens und Nordens und ja, auch aus Kurdistan. Das zweite Drittel der Konferenz befasst sich mit Bildung und Kunst. Wir haben bereits die Ansprache der Vertreterin des AStA gehört und wir sind nach all den Auseinandersetzungen mit der Universität Hamburg mehr denn je davon überzeugt, dass Bildung frei und selbstorganisiert sein muss und nicht unter den Vorgaben von Staat und Kapital stattfinden darf. Jede Revolution ist Bildungsarbeit und die Befreiungskämpferinnen von heute sind bereits heute Lehrerinnen und morgen vielleicht Professorinnen. Die Rolle von Kunst und Kultur für die großen revolutionären Veränderungen, die vor uns stehen, werden wir ebenfalls beleuchten. Alternativen müssen erst gedacht und gezeigt werden. Wir sind sehr gespannt auf die entsprechenden Präsentationen. Selbst wenn die Probleme ausreichend analysiert und verstanden sind, wenn Bildung stattfindet und in der Kunst Alternativen aufgezeigt werden, so bedarf es doch immer noch der Organisierung. Ohne Organisierung sind wir schwach.
Mit gemeinsamer, solidarischer Organisierung können wir alles erreichen. Die vielen Vertreterinnen von Bewegungen aus allen Teilen der Welt werden im dritten Drittel der Konferenz dies auf eindrucksvolle Weise aufzeigen. Darüber hinaus haben wir Workshops unter Beteiligung der verschiedensten Menschen, die sich dafür freiwillig gemeldet haben, die gebeten haben, hier Workshops durchführen zu können. Das ist ein extrem diverses, extrem reiches Programm, über das wir sehr froh sind. Wir werden diesmal, glaube ich, mehr Workshops haben als je zuvor und sind sehr gespannt, wie sich das am Samstag gestalten wird. Am Samstag wird der ganze Tag entgegen der ursprünglichen Planung für den Workshops gewidmet sein. In den letzten Tagen hatten wir zahlreiche Presseanfragen. Einige davon habe ich beantwortet und fast alle haben gefragt, was ist denn die Verbindung zur PKK? Ob diese Konferenz Propaganda für die PKK ist? Das ließ sich in 2-Minuten-Interviews meistens nicht so gut beantworten. Ich will diese Frage aber hier öffentlich beantworten. Vor allem habe ich mich gefragt, was denn der Geheimdienst, die Universität und die Presse so denken, wofür die PKK steht. Weiß irgendjemand, was ihre Forderungen sind? Was ihre ideologische Ausrichtung im Jahr 2023, 30 Jahre nach dem PKK-Verbot von 1993 sind? Die kurdische Freiheitsbewegung und ihr Vordenker Abdullah Öcalan haben tatsächlich diese Konferenz inspiriert. Was heißt das? Ein Charakteristikum des herrschenden Systems ist, alle Menschen und alle Themen voneinander zu trennen. Ökologie hat angeblich nichts mit der kurdischen Frage zu tun, Feminizid hat angeblich nichts mit dem Kapitalismus zu tun und so weiter und so fort. Abdullah Öcalan hat die kurdische Bewegung ermutigt, niemals so zu denken. Alle Probleme sind verbunden und alle Kämpfe dagegen und alle Lösungen hängen zusammen. Das ist seine Erkenntnis aus vielen Jahrzehnten des Kampfs, aus Erfolgen und Misserfolgen sozialistischer Bewegungen, antikolonialer Kämpfe und der Kämpfe der kurdischen Freiheitsbewegung. Deswegen hat er in Isolationshaft zahlreiche Bücher geschrieben und ein neues demokratisches, ökologisches und frauenbefreiendes Paradigma entworfen und zur Diskussion gestellt. Die Partei, die er wesentlich aufgebaut hat, hat diese Konzepte diskutiert und als eigene Leitlinien angenommen. Sie haben sich von der Ausrichtung auf die Errichtung eines Staates durch bewaffneten Kampf verabschiedet und sich demokratische Veränderungen des Nahen Ostens auf die Fahnen geschrieben. Die Revolution in Rojava, das Gesellschaftsmodell, für das in Nord- und Ostsyrien immer noch täglich gekämpft und gestorben wird, sind inspiriert von dieser Vision und sie geht jeden Tag weiter. Daher frage ich mich, was Journalisten und Geheimdienstbeamte meinen, wenn sie fragen, ob eine Nähe zur PKK besteht. Meinen sie, ob die Konferenz sich für demokratische Selbstbestimmung einsetzt? Meinen sie, ob die Konferenz einen radikalen ökologischen Wandel befürwortet? Meinen Sie, ob die Konferenz die Organisation von Frauen befürwortet, um das Patriarchat zurückzudrängen? Wenn wir zu all dem Ja sagen, ist das gut und nicht schlecht. Wenn die PKK zu all dem Ja sagt, ist das gut und nicht schlecht. Wir denken für uns selbst und nehmen keine Anweisungen von irgendjemandem entgegen. Weder von politischen Parteien noch von Geheimdiensten. Wir versuchen, Probleme und Themen zusammen zu denken und zusammen zu diskutieren. Unser Konferenzsymbol, die Triskele, drückt dies aus. Kein geradliniger Weg, sondern verbundene, verschlungene Pfade. Offen in viele Richtungen, aber verbunden. Es ist ein Symbol aus Newgrange in Irland. Es stammt aus einem Bauwerk aus dem Neolithikum, der Jungsteinzeit, aus der Zeit vor der Entstehung von Klassen, Städten und Staaten. Es ist sehr weiblich konnotiert und wurde vielfach von Feministinnen aufgegriffen. Wir wissen nicht, was es damals bedeutet hat, aber wir können es gemeinsam heute mit Sinn füllen und dabei die Verbindung zur Geschichte mitdenken. Eine Vielzahl von großartigen Menschen hat sich zusammengefunden, um diese Konferenz zu organisieren und durchzuführen. Manche davon haben wir erst in den letzten Tagen kennengelernt. Ein besonderer Dank geht an das Team des Bürgerhauses Wilhelmsburg, das seine freien Tage opfert, um diese Konferenz möglich zu machen.
Viele Menschen in Hamburg und anderswo haben sich in den letzten Tagen gemeldet und spontan Hilfe angeboten. Auch Ihnen gilt unser Dank. Und ich bitte schon jetzt um einen besonderen Applaus für all die Menschen, die freiwillig und unentgeltlich hier dazu beitragen, dass diese Konferenz stattfinden kann. Und ich erwähne nicht die Leute, die ohnehin Teil des Netzwerkes sind und seit vielen, vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten, sondern das Kaffeekollektiv, die Kaffeekollektive Café Libertad, Aroma Zapatista und La Gota Nera, das Küche für alle Kollektiv Vegan Deluxe und die vielen Familien und Personen, die als Gastgeberin ihre Häuser öffnen. Und last but not least, die Menschen, ohne die wir nichts verstehen würden. Unser großartiges Team aus Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Burkhard Lohhoff, der mit seinem Team die Dolmetschkabinen aufgebaut hat und dessen letzter Job das hier ist. Die Konferenz wird nicht perfekt, aber sie wird wieder großartig. Vielen Dank.